Seit gut 15 Jahren steht es nun, das Flaggschiff der Büchereien Wien. Wie eine Arche für Leseratten und Kulturgenießer jeden Alters ist die Hauptbücherei zu einem architektonischen Wahrzeichen avanciert, das sich Vielfalt auf die Flaggen geheftet hat. Ja, Vielfalt ist genau das richtige Stichwort für die Hauptbücherei. Zwar nicht nur, was jetzt die Menschen betrifft, die herkommen, sondern natürlich auch die Medien, aber auch die Art, wie man die Hauptbücherei nutzen kann. Man kann ja viele Dinge auch, ohne dass man Medien auspackt, in der Bücherei tun. Wie zum Beispiel schmökern, signieren oder Klavier spielen oder eine der zahlreichen Veranstaltungen besuchen, die hier regelmäßig stattfinden. Wir haben ungefähr so rund 150 Veranstaltungen im Jahr und wenn man die Büchereien, wie man 39 Zweigchen zusammenrechnet, dann haben wir, ich habe das selbst nachgerechnet, weil es einfach unglaublich klingt, zumindest für uns, 9200 Veranstaltungen, da sind aber die Kinderveranstaltungen auch mit inkludiert. Und die Veranstaltungen, die wir hier in der Hauptbücherei anbieten, sind Literaturveranstaltungen. Aber auch abgesehen von Veranstaltungen ist das Angebot so vielfältig wie auch das Publikum selbst. Von CDs, DVDs und Blu-ray-Discs bis hin zu Konsolenspielen und Noten findet man hier in entspannter Atmosphäre alles, was das Herz begehrt. Und in erster Linie natürlich ausreichend Lesestoff. Es fängt an sozusagen bei klassischer Literatur, bei moderner Literatur, Kriminalromane bis hin zu Sachbüchern. Hier sind wir im Bereich, wo die Reiseführer sind, wo Geschichtsbücher sind, Ratgeberliteratur, jede Menge von wir werden Eltern bis hin zu, wie verfasst man ein Testament richtig? Also quasi die Hauptbücherei begleitet ein ganzes Leben lang. Ein Leben lang bedeutet aber auch, dass man sich anpassen muss. Oft genug wurde das Buch bereits für tot gesagt, der Kulturbetrieb wegen mangelnder Niederschwelligkeit kritisiert. Die Lesegewohnheiten verschieben sich durch die elektronischen Angebote und die Leute nehmen halt in den Urlaub nicht mehr den Stoß Papierbücher mit, sondern den E-Reader. Aber gelesen wird nach wie vor. Ich war heute gerade in Oberösterreich in einem Gymnasium und habe dort gelesen und mit Schülern geredet und die lesen. Und das ist wunderbar, wie die sich mit Literatur auseinandersetzen. Ich glaube, es wird nicht weniger Kultur konsumiert, es wird vermutlich andere Kultur konsumiert. Also sozusagen das Phänomen der Fernsehserien oder des Binge-Watchings hatten wir vor 20 Jahren noch nicht. Und wahrscheinlich werden sich die Leute dann irgendwie orientieren, irgendwie, wo sie jetzt ihre Schwerpunkte setzen und jeder hat so seinen individuellen Mix finden. Ich glaube, dass es halt tendenziell vom öffentlichen Raum auf die Couch verlegt hat. Tja, wie heißt es so schön? Totgesagte leben länger. Aber eines steht fest, seit der Eröffnung im Jahr 2003 haben sich nicht nur die Medien, sondern auch die Nutzer verändert. Eine Herausforderung, der man sich gerne stellt. Wenn ich eine Schulklasse frage, wer von euch hat sich in den letzten 6 Monaten eine CD gekauft? Dann sind das bei 25 jungen Leuten vielleicht 1 oder 2. Wenn ich frage, wer hat sich einen Song aus dem Internet downloadet oder von Spotify oder ähnlichen Plattformen, dann sind das alle. Auf das müssen wir natürlich auch reagieren. Das heißt, die Bücherei, also nicht die Hauptbücherei in dem Fall, sondern die Bücherei in Wien insgesamt, werden auch ankaufen, Naxos Music Library, wo man Musik auch dann per Streaming konsumieren kann, oder zum Beispiel auch Online-Lernkurse, weil einfach der Bedarf auch da ist, unabhängig jetzt von Raum und Öffnungszeit von Büchereien, auf die Medien einer Bücherei zugreifen zu können. Über 200.000 Menschen haben sich hier seit der Eröffnung bereits eine Büchereikarte ausstellen lassen. Von mangelndem Interesse kann also nicht die Rede sein. Kein Wunder, bei über 400.000 Medien hat man wohl genügend Stoff für mehrere Leben.